Das geschah beim letzten Mal. Und so geht es weiter. Den Gefrierschrank aufgelassen. Ist das hier etwas kalt, oder etwa? Es wirkt etwas frisch hier drin. Das Einzige, was ich machen kann, ist das Ding angucken. Da muss ich wahrscheinlich nachher die Kartusche einsetzen, die ich ja noch nicht befüllt habe. Also mal versucht das jetzt gar nicht. Schön kalt hier, da friert etwas der Leon. So, dann am besten hier lang laufen. Komme ich ja auch zur Pflanze zurück. Und dann muss ich noch den Doppelhelix eintippern. Schön, weil alles tot ist. Wollte nur noch laufen. Nur verstecken. Das nehme ich zur Not auch noch mit. Das war. Mal gucken, Stehgreif. Den Fingerstrich da. Haha! Ohne auf den Zettel zu gucken. Jetzt habe ich. Achso, die Dings freigeschaltet. Okay. Das war hier, ne? Scheiße, ja. Ah ja. Und er kann. Könnte das jetzt weg? Manueller Modus aktiviert. Oh, Flüssigkeitsregel. Bitte Lösungsmenge an Kartuschenkapazität anpassen. Okay. Nehme 6, fülle 3 und so weiter, ich verstehe. Ich muss einmal drüber sein. Sonst geht das nicht. Genau. Einmal drüber nur. Scheiße. So. So, einmal drüber. Den dann. Ja, den Rost einfüllen. Jetzt muss ich. Das Ding muss ich jetzt kühlen. Warum auch immer. Ich frage mich, warum man sowas kühlen muss. Das ist Gift, warte. Sind alle noch tot. Bewegen sich nur sporadisch. Verdammt, Fischchen. Das ist schon wieder viel zu lange, viel zu ruhig. Da wird doch bestimmt gleich noch irgendwas wieder passieren.
Ich hasse es, wenn es viel zu ruhig ist über lange Zeit. Ich habe mir jetzt schon fast auf ein Minispiel eingestellt. Ich finde die richtige Kühlkammer oder so. Okay. Kühlvorgang abgeschlossen. Dankeschön. Computer. Nein, nicht du. Oder so. Ich habe nichts gesagt. So. PC sagen, sonst meldet die sich immer wieder. Problem ist, wenn man schon fast gleich heißt, dann man wird dann gerufen. Halt, da unten war noch, da war doch noch links eine große Packung. Aber halt nur eine große Packung, nicht. Kann ich wieder nur mit kann ich eine Shotgun-Munition mitmachen, ne? Mach ich Shotgun. Kombinieren. Shotgun. Süße. Alles viel zu leicht. Aber gut, es kommen auch keine Gegner. Aber ich habe irgendwie im Gefühl, Chris, dass Gegner kommen werden gleich. Das kann nicht mehr so lange dauern. Weil es passiert schon wieder so lange nichts. Ich habe so die Befürchtung, wenn ich jetzt gleich das Ziel verspüre, dann passiert irgendwas. Lösung wird zerstört. Der Typ knallt runter. Das hat funktioniert. Warnung, Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich sofort Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ich habe voll krass wieder. Sicher. Laufe ich an dem vorbei? Ich glaube ja. Nicht, dass er kann. Nein, kann ich nicht. Gesunder Doktor? Okay. Oh. Ich hab's im Hintergrund gerade doch schon gehört. Tung. Oh, da ist doch. Ja, da ist der Typ. Klar, ich abhauen. Nicht großartig kämpfen. Findet mich nie, wenn ich hier ganz weite Wege laufe. Außer es ist hier wieder alles voller Zombies. Ja, natürlich.
Ich höre keine kein Stampfen. Eigentlich ein gutes Zeichen, oder? Ich weiß, wer weiß. Ich hoffe, dass ich jetzt die ganze Zeit verfolgt werde. Hoffentlich ist die G-Probe hier. Noch kommt er nicht hinterher. Oder ich habe ihn abgehängt tatsächlich. Wäre natürlich gut. Natürlich wieder diese digitale Videokassette. Oh, ein Quatsch. Granate. Das sieht so danach aus, als wenn ganz schlimm ist gleich hier passiert. Hier kann ich den. Ich muss erstmal den Strom anschalten, verstehe. Was wollte ich haben? OSS. OSS. Also erstmal da hin, OSS. Jetzt braucht er noch nicht mehr, okay. Schmeiß ich in die Kiste. Wenn die Kiste hier schon gerade mal steht, dann schmeiß ich ihn in die Kiste. Trophäe brauche ich auch nicht mehr. Oh, zweimal, okay. Ich bin richtig heftig ausgerüstet. Entschuldigung. Video gucken, okay. T-Virus gesichtet. Ich geh rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit. Ramsey, ich wusste nicht, dass Sie kommen! Das ist mein Lebenswerk! Ich gebe Ihnen gar nichts! Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Feuer einstellen! Was zum Teufel sollte das? Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Aber Tien, das ist halt ein Schlingel. Er hat einfach so geschossen, kurz vor Mitternacht. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Abmarsch. Dann wussten wir, was passiert. Sind alle also waren das G-Proben. Oh, ich hab's gewusst. Ich hätte mir so gern. Das ist schon die dritte Fiole, die ich davon finde.
Wünsche ich dir auch, Chris, bis demnächst. Gebe ich langsam den Rückzug schön ausgedrückt. Einfach rausgearbeitet. Möglich wäre es. Und hier kann ich speichern. Das bedeutet. Ich kann, siehst du. Und was ich nicht alles kann und was ich nicht alles Glück habe. Ach, ich habe. Na, okay, alles klar. Können wir zum Nachladen. Dies kann ich gleich kopieren. Damit. Und ansonsten habe ich hier noch was. Irgendwas Tolles außer der Schreibmaschine. Ah, hier ist noch große. Die können wir aber im Moment nicht brauchen. Bedeutet, du kommst weg. Du kommst weg. Und. Ich rüste dich aus. Einzel. Dann speichere ich. Ich hol erst. Nee, ich speichere erst. Bevor irgendwas Schlimmes passiert. T-Virus, okay. Alter Schwede. Okay, also das G ist auf dem definitiv mal eine Nummer härter als das T-Virus aus dem ersten Teil. Das war einfach. Das stimmt. Okay, jetzt zurück zu Ada. Natürlich. Was ist jetzt? Geht hier vor. Sorry, William. Du lässt mir keine Wahl. Geh ruhig doch dich daran. Sie nannten das Ding William. Wieso? Ja, weil es mal William war. Hätte nicht passieren dürfen. Ist Umbrellas Schuld, das alles? Sie arbeiten für die. Hatten Sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. So einfach kommt ihr nicht davon. William!
hast du getan? Dann ist das Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie, dass... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Es ist doch Ihre Schuld. Schmerzhaft. Was zur Hölle? Ach, Scheiße! Ich hab mich schon gefragt, warum ich so viel Mühe zu tun. Was tun Sie da? Er darf nicht entkommen! Okay, das endet hier. Klasse A-Ausbruch erkannt. Ladung unter Quarantäne, bis das Ziel eliminiert wurde. Ich muss mal mit der anderen schießen, oder? Handgranate. Gar nicht so blöd an, hoffe ich. Hoffe ich. Ich fasse gerade mal zusammen. Die Frage ist, ob ich jetzt, ob das jetzt auch das war. Ziel wurde eliminiert. Quarantäne aufgehoben. Gott, ich hab. Was soll ich jetzt hier machen? Ich hab so viel Munition, ich kann den kann ich noch nachladen. Das ist sehr gut. Dann kann ich das noch mitnehmen und das noch mitnehmen. Alter Schwede, habe ich die Munition. Service-Lift. Ja, ich weiß, ich will hier aber noch looten. Ich habe das gesehen, aber auch eine Granate noch. Ich habe gerade das Gefühl, ich habe genug Munition und Zeug für einen Einmarsch in irgendein Land mit. Also.
gegenüber dem, was man vorher quasi so hatte. Und hier ist noch Heilspray, aber das kann ich nicht mehr mitnehmen. Kann ich das decken? Nein, kann ich nicht. Ja, Heilspray, du musst leider hier bleiben. Ist er auch noch da? Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Was Sie vorhin sagten, weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI. Ach Quatsch. Du vertraust dem Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Gesagt. Sie wird's verkaufen. So, jetzt gucke ich mal, was mein Puls macht von dem Kampf. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Das ist Bullshit. Hoffe, du hast recht. Na, Nils. Wie geht's? Wie steht's? Aber wenn das Virus... Wir kommen beim YouTube-Video für Resident Evil. Wenn die falschen Hände kommt. Endspiel Leon. Ich möchte gerne diese komische Waffe haben, die du eben benutzt hast. Das wird ganz toll. Speichern? Ach nee, hier kann ich ja nicht speichern. Kann ich irgendwas wegschmeißen? Brauche ich irgendwas nicht mehr? Ich habe so viel Zeug mit. Ja, also ist, mir geht's Dienstag. Ich glaube ja. Ich weiß aber noch nicht wann. Vielleicht noch nicht ganz genau sagen. Da ist wieder Ada. Ich habe schon gefragt, wo wir Stufe 4 herkriegen. Okay. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Du hast auch gerade an dich gedacht. Ich war schon in Sorge. Wir sind ein gutes Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte, sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Lass mich die G-Probe prüfen und dann nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Ich dunkel mal ein bisschen ab. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Weil ich erkannt habe, so sehr ich dir vertraue. Er drückt einem Kuss in, ich tu's auf, nicht. Aufs Gesicht und dann. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. 85. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Wert. Tut das nicht.
gut auf dich auf, Leon. Ich heiße Leon. Nicht Leon. Nein! Das Schlimme ist, wenn man die Resident Evil Story schon alle kennt, dann weiß man, Entschuldigung des Spoilers, aber sie lebt noch, weil es gibt ja noch ein paar Teile, wo sie noch dann auftaucht. Später. Erinnert an Star Wars. Ja. Oh, der Timer. Okay. Okay, 10 Minuten Selbstzerstörungssequenz. Ist klar. Warum haben so eine Labore eigentlich immer so eine Selbstzerstörungssequenzen, die irgendwie runterzählen? Das verstehe ich immer nicht. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. 5, 4, 3, 2, 1, weg, fertig. Thema durch. Also man hat tatsächlich immer. Nur, eigentlich hat man nur 9 Minuten, weil eine Minute fährt man schon mit dem Fahrstuhl auf. Okay, wieder Video gucken. Wer ist da? Das Claire. Das sehe ich so und Zopf. Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja. Aber hier stürzt Leon gleich alles ein. Hör mir zu. Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Claire, bist du noch da? Leon? Die Verbindung bricht ab. Vergiss mich. Auch 1998. Verschwinde von hier. Problem mit Abrechnung und Verbindung. Verdammt! 9 Minuten. Ist noch was Wichtiges? Hier gibt's noch irgendwas zu looten. Intonation. Okay. Da ist auch ein Spray, toll. Hey. Gibt's noch was? Was gibt's hier noch? Ein Kampfmesser. Ich hab ein Kampfmesser. Na, geh raus. Und da gibt's nochmal Abspeichern. Abspeichern mal. Klack, klack. Ich sehe schon wieder Nebel, das bedeutet. Viech. Ein verdammter Witz sein? Bleib ruhig stehen, wenn du verfolgt bist. Oh. Was war's das jetzt? Nee.
Erst wegrennen ich und muss den Bossfight. Weiter. Das war schon immer so. Ein Bossfight auf Zeit ist immer doof. 7 Minuten für den Bossfight. Nochmal Munition. Alter, ich hab 100. Ich muss was wegpacken. Ich fass es nicht. Ich packe. Noch zwei. Ich packe die Blendgranaten weg. 7 Minuten. Bis zur Detonation. Kann ich nicht abbrechen und zurückkommen. Okay. Oh. Nein, was denn jetzt? Hört schon dumm. Also. Scheiße. Okay, komm schon. Auf das Herz, weil das irgendwie so offensichtlich ist, darauf zu schießen. Jetzt sind wir quitt. Ich hab's ja gesagt, sie lebt noch. Sonst würden die anderen Teile keinen Sinn machen. Ich nehme die Heilung noch vorher. Wo kommt das Ding denn her? Schnell noch einsammeln. Raketenwerfer benutzen. Mist! Nichts wie aus hier. Kontrolle. Weiß ich, ob man das sieht. 79. So, woanders nachmachen. Also, die gespielt 79 Puls.
leicht erhöht. Leicht. Ganz leicht. Leon? Hey. Jetzt hat sie es auch gesagt. Manu. Geschafft. Hab ich dir doch gesagt. Okay.